Moin moin liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um, meiner Meinung nach, absolut underrated Heroes und Icon-Karten, die ich euch gerne vorstellen würde. Ich habe alle davon selber schon gespielt, außer die allerletzte. Da vertraue ich euch einfach mal in der Community und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also, lasst gerne Like und einen Kommentar da und lasst mich wissen, welche Icons und Heroes euch selber richtig gut gefallen, obwohl sie gar nicht mal so viel kosten. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Also aktiviert natürlich auch die Glocke. So, wir wollen nicht lang schnacken, wir fangen direkt an. Und der erste Call meinerseits ist John Arne Riese. Ja, ihr habt richtig gehört, Name ist Programm, er ist 1,88, High Medium Work Rates, 3 Sterne Skills, 2 Sterne Weak Foot. Und ja, ich spiele ihn wirklich als Linksverteidiger und er ist momentan mein absoluter Lieblingslinksverteidiger. Das hat einen relativ simplen Grund. Das liegt nicht daran, dass er nach Hullet Gang ist und mit den Face Stats alles über 80 hat, weil, wenn man ehrlich ist, seine In-Game-Stats sehen gar nicht so gut aus. Er ist nicht der Schnellste, er kann nicht am besten passen, nicht am besten schießen, er ist nicht gut im Dribbling, er ist nicht der Beste in der Defensive, aber er hat eine relativ nette Physis. Aber mit, ja, und da tragen nicht mal seine Playstyles zu bei, leider Gottes, aber dieser Bodytype und die Art und Weise, wie unfassbar robust er einfach ist, ist ja genau das perfekte Mittel, was ich momentan brauche gegen diese schnellen, quilligen Außen. Flügelspieler und vor allem auch in dem Moment, wenn immer diese langen, geloppten Bälle kommen, die über den ganzen Platz geschlagen werden, weil ich muss nur einmal die X-Taste drücken. Ich habe so gut wie jeden Ball, wenn Riese sich breit macht und in den Zweikampf reingeht, dann liegen die meisten Gegner einfach am Boden, was unfassbar, unfassbar Spaß macht. Das heißt, ich fühle mich mit ihm einfach pudelwohl und das macht ihn für mich momentan besser als alle anderen auf der linken Seite. So, next one ist die gute Nadine Kessler. Ich habe sie leider länger nicht mehr gespielt, aber nichtsdestotrotz hat sie einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das liegt allen voran daran, dass sie für mich die Light-Variante von Modric ist. Mit 1,69 High Medium Work Rates, 4 Sternen Skills und 3 Sternen Weak Foot kann sich das Ganze sehen lassen. Es ist nicht perfekt, aber es ist vollkommen in Ordnung. Was hingegen richtig sexy ist, gegenüber auch John Arne Riese, sind die unfassbaren Ingame-Stats, denn die pieken deutlich mehr. Wir haben angenehmes Tempo fürs Zentrum, wir haben super Schuss-Stats, sehr geile Pass-Stats fürs Zentrum, angenehme Dribbling-Stats, sogar einen guten Abfangwert mit 86 und die Physis kann sich sogar auch sehen lassen. 81 Ausdauer reicht dicke, 76 Stärke mit 75 Aggression ist vollkommen in Ordnung und ich sag's euch, wie es ist. Mit Hunter als offensive Achterin, heilige Scheiße, an der 16er Kante und am 16er ist die richtig, richtig gefährlich. Die Playstyles, muss man natürlich sagen, tun ihr Übriges, denn sie hat den entscheidenden Pass als Playstyle Plus. Das ist super angenehm, wenn es um die Steilpässe geht. Mit Jockey kann sie Bälle zurückerobern. Mit Flair und First Touch kann sie natürlich auf engen Raum auch gut arbeiten und man kann sie super mit R1-Bällen anspielen. Und mit Trivella kann man jederzeit mit links oder einfach natürlich auch mit rechts mit dem Außenriss arbeiten. Hey, was will man mehr? Und das Ganze für knapp 160k. Gegebenenfalls willst du mehr, das ist deine Innenverteidigung in eine absolute Mauer verwandeln mit Mr. Long Dong Ding Dong John, aka BBC-Member Saul Campbell. Dieser Mann ist im Gegensatz zu den ganzen letzten FIFA-Teilen dieses Jahr eine absolute Macht und so viel besser als King. King, habe ich gehofft, dass er mindestens genauso gut ist, aber leider war es nicht. Hier auch wieder 1,88 wie Riese und man muss ganz ehrlich sagen, die Ingame-Stats sehen eigentlich absolut kacke aus. Denn der Dude, ja, da graut es einem davor, dass er unbeweglich ist. Aber aus welchem Grund auch immer ist er das nicht. Das Tempo ist absolut insane als Innenverteidiger. Die Death- und die Physis-Stats können sich sehen lassen. Der Reaction-Wert und der Ruhewert könnte sogar eigentlich noch ein bisschen höher sein. Aber das alles gepaart mit seinen Playstyles und aus welchem Grund auch immer dessen, dass er dieses Jahr gar nicht so unbeweglich ist, da muss er die Gegner nur schief angucken und die haben Angst, die lassen den Ball liegen und ihr habt den Ball instant. Ja, ich gehe so häufig mit ihm nur in die Sidesteps, die Leute laufen in mich rein und ich habe instant den Ball, weil Kante einfach einer der geilsten Playstyles ist auf einem Innenverteidiger. Dass er blocken kann, ist fein. Grätschen ist auch überragend mit ihm. Ich mache es aber selber viel zu wenig. Und wenn man dann mal offensiv oder defensiv ein bisschen höher springen muss, dann tut natürlich in der Luft plus eben der Header-Trade sein Übriges. Also Campbell, absolute Liebe und mein momentaner absoluter Lieblingsverteidiger in diesem Game. Machen wir weiter mit der guten Sonja Bombastor. Ich hoffe, sie heißt so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die sitzt momentan bei mir auf der Bank. Ich habe sie für 114k gekauft. High High Work Rates, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot. Das sieht ehrlich gesagt gar nicht so super krass aus. Und ja, ich habe ja gesagt, dass John Arne Riese mittlerweile mein Lieblingslinksverteidiger ist, denn er hat sie abgelöst. Aber bei mir geht es hier nicht um ihre Linksverteidigerqualität, sondern ihre Mittelfeldqualität. Guckt euch das Tempo an, die Schussstats, die Passstats, die Dribblingstats, die Deathstats und die Physistats und achtet gleich auf ihre Playstyles. Dann wird es nämlich Klick machen. Die ist mit ihrer Größe und in der Art und Weise, wie ich sie einwechsel, ja, und mit den Stats, mit denen sie um die Ecke kommt, oder auch wenn man sie in der Startelf steht, stellt, ja, mit beispielsweise Basic oder einem anderen Camp-Style, in der Lage, immer euer Spiel zu bereichern.
Ja, sie kann super Pässe spielen, überragende Flanken spielen. Sie kann Bälle wegantizipieren. Sie verliert nie die Kontrolle, weil sie auch noch Ruhepol hat. Und mit Quickstep ist sie fast schneller als alle anderen im Mittelfeld, weil sie nun mal Außenverteidiger-Stats hat. Und mit Relentless kann sie das Ganze ohne Probleme über 90 Minuten, weil dieser Playstyle absolut broken ist. Ja, diese Karte auf der 8 ist eine absolute Empfehlung, egal ob eingewechselt oder weil ich es mal direkt mit einem Campstyle versucht. Kann ich euch wärmstens wirklich ans Herz legen. So, und solltet ihr jetzt nochmal euren Sturm verbessern wollen, dann reden wir jetzt über El Matador aka Ruiz Hernandez. Ja, dieser Mann habe ich als einer der ersten Icons in diesem FC24-Teil gespielt und hat ebenfalls einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn, wir sehen es gleich, hier carryen, und das ist dieses Jahr einfach super angenehm, auch wenn manche Playstyles absolut broken sind. Die Playstyles carryen halt mehr oder weniger wieder rein. Er ist nicht der Größte, kann trotzdem mit 1,75 solide den Ball behaupten. High Medium Work Rates sind nett, 4 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot geht natürlich besser, aber damit kann man arbeiten. Sein Tempo sieht ganz gut aus, die Schüsse können sich ebenfalls sehen lassen. Dribbling Stats sind okay und wenn man ehrlich ist, die Pass Stats, Dev Stats und Füße Stats sind jetzt nicht der Rede wert für einen Stürmer. Er hat auch nicht die allermeiste Ausdauer, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich hoffe mal, dass wir nochmal eine Special Karte bekommt, A mit 4 Sternen Skills und 4 Sternen Weak Foot und vor allem natürlich auch mit besseren Pass Stats, weil ich hasse das, wenn ich einen Spieler im Team habe, der nicht gut passen kann. Aber was zeichnet ihn aus? Und das ist nun mal einfach sein Playstyle Plus. Ja, man muss auf engen Räumen häufig mit der 1-Bällen arbeiten und diese kann er alle absolut perfekt verarbeiten und ist dann noch in der Lage, durch Raserei gutes Tempo aufzubauen, sein Tempo anständig zu halten. Man kann mit Trivella und auch mit Kopfbällen definitiv bei ihm arbeiten und im 1 gegen 1 kann man ohne Probleme den Lupfer benutzen. Das Ganze für knapp 200k macht ihn im Gesamtpaket wirklich, wirklich gefährlich und meiner Meinung nach ist er für viele noch absolut unter dem Radar unterwegs. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir last but not least zum guten Ruud van Nistelrooy. Der sollte eigentlich 4 Sterne Weak Foot haben, ihr hättet es zumindest angekündigt. Sie sind nicht da, keine Ahnung, ob er sie jemals nochmal kommen wird. Ist, by the way, eine Karte, die ich selber nicht gespielt habe, aber beruht auf einer Empfehlung von euch und ich bin gespannt, was ihr zu ihm sagen werdet. 1,88, High-Low Work Rates und hier muss man auch ganz klar sagen, der kommt natürlich bei seinen Ingame-Stats über ein relativ anständiges Tempo für seine Größe, aber danach natürlich brutale Schuss-Stats. Dribbling, Physis ist okay. Gerade für seine Größe, muss man sagen, sind die Dribbling-Stats gar nicht so bad. Das heißt, ich würde dir wahrscheinlich auch, wie der gute Herr es macht, mit Engine arbeiten. Aber das Geile ist, seine Playstyles sind der Wahnsinn. Er hat 7 davon an der Zahl und er ist die einzige Icon-slash-Hero-Karte in der Offensive, die mit Bruiser um die Ecke kommt, was ich auf Campbell absolut liebe. Das heißt, den Bälle zurückerobern und oder den Ball halten, wird er mit L2 ein Monster sein. Und genauso wie Hernandez hat er den Playstyle Plus mit First Touch. Das heißt, auch hier kann man ihn richtig, richtig gut füttern mit der 1-Bällen und er kann damit sehr gut ins Dribbling gehen. Ich will ihn selber unbedingt spielen, wenn ich ihn endlich mal unter 200k bekomme und ich hoffe, dass er sich wirklich so gut spielen lässt, wie ihn viele von euch empfohlen haben. Und damit kommen wir zum Ende der allerersten Episode Underrated Icons und Heroes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace, 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 peace. 3, 2, 1, I'm a loose.